So, hallo. Bevor ich jetzt hier noch länger warte, um auf Aufnahme zu drücken. Ich bin gerade in Hamburg. Ich weiß eigentlich gar nicht, in welchem Stadtteil. Ich glaube in Barmbek. Barmbek heißt das so. Genau. Die Sonne scheint. Aber wie ihr sehen könnt, bin ich ganz schön eingepackt. Es ist nämlich arschkalt. Aber ich glaube, das ist in ganz Deutschland so. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch jetzt gerade mal mit, weil ich so ein paar Gedanken habe. Was jetzt vielleicht akustisch blöd sein wird. Ich ziehe so einen Rollkoffer mit. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie meine Frisur sitzt. Vielleicht um hier ein paar Mysterien gleich vorneweg aufzuklären. Ich habe keine Haartransplantation gemacht. Macht euch nichts vor, macht mir nichts vor. Ich sehe bald halt aus so wie Baldy Man. Mein Scheitel erledigt das alles. Jetzt gehe ich auch gleich mal wieder aus der Sonne, aus dem Schatten raus. Ja, genau. Das ist immer voll peinlich, wenn ich so rede, wenn man an Menschen vorbeigeht. Deswegen mache ich jetzt kurz Pause. Genau, das ist irgendwie so ein Park. Und irgendwie ist es echt ganz nett hier so. Auch die ganzen Bäumchen. Ja, genau, jetzt kann ich wieder reden. Apropos Bäumchen. Ich möchte gerne einfach Gedanken mit euch teilen, Ideen, weil ich auch ganz vergessen habe, dass es ja auch mir immer schon weitergeholfen hat, dann eben auch mit euch hier in den Austausch zu kommen. Muss ich jetzt hier schon links? Ja, wir gehen jetzt noch ein Stückchen weiter hier im Park. Ich wollte mir jetzt eigentlich eine Bank suchen, aber die sind alle im Schatten. Ich versuche mal mein Glück. Schwierig. Na genau, also was ich euch sagen wollte. Ich war letztes Wochenende, es geht doch hier lang, mit der Andrea auf einem Seminar. Ja. Nicht wie Schreiko Hang, wollte ich schon sagen. Nee, ich war auf einem zweitägigen Seminar in Wasserburg. Und zwar von dem Baummentor. Vielleicht habt ihr den Namen schon mal gehört. Das ist ein YouTube-Kanal. Also natürlich war ich nicht auf dem Vortrag vom YouTube-Kanal, sondern der Mensch, der da dahinter steckt, heißt Jens. So viel habe ich auf jeden Fall erfahren. Und ich kann euch das einfach mal empfehlen. Ich verlinke den Kanal auch hier. Denn, um was geht es bei diesem Baummentor? Jetzt muss ich mal stehen, weil hier ist die Sonne jetzt gerade echt schön. Ich hätte einen längeren Selfie-Stick gebraucht. Ja, genau, also der Baummentor ist ein Baumpfleger. Und wenn ich mich an seinen Banner erinnere, was da auf der Bühne stand, steht der Baummentor Energiekonzept. Gott, meine Haare sehen lustig bestimmt aus. Der Baummentor rennt, ja, ich würde jetzt fast sagen, mit Wünschelruten rum, mit Pendeln und gibt da seinen Wissenpreis in Bezug auf, ja, Energie und Pflanzen, wie die so in Wechselbeziehung miteinander stehen. Ein Stichwort, was da auch vielleicht dem einen oder anderen schon mal über den Weg gelaufen ist, wäre Elektrokultur. Was ist das? Ja, mal einfach gesagt, sich irgendwelche Kupferantennen in den Garten stellen oder irgendwelche verzinkten Eisendrähte von Süd nach Nord ausrichten und sowas wie eine Lakowski-Spule. Ja, das sagt da vielleicht alles noch nichts, aber das sind alles ja, Konzepte, um Boden, Pflanzen, ich nenne es jetzt einfach mal, zu energetisieren. Jetzt werde ich noch hier mal stehen, das bin ich hier gleich an der großen Straße. Was heißt da energetisieren? Ich würde sagen, vergleichbar, wie man so Wasser energetisiert. Vielleicht kennt ihr das nach Schauberger, also wenn ich mich mit Viktor Schauberger beschäftigt hat, eben ja, dieses Drehen von Wasser, diese ja, Kraft, die auch Wasser hat, und dass es halt dann eben sowas wie strukturiertes oder unstrukturiertes Wasser gibt. Ja, das war mir eigentlich jetzt schon immer etwas, so, wo ich etwas mit anfangen konnte. Und jetzt kommt da eben dieser Baumentor her und packt für mich echt so ein paar Sachen aus, die sich so anfühlen, ja, wie wirklich altes Wissen. Aber jetzt halt nicht so pseudo-altes Wissen, wenn ich in den Kirchen rumrenne und eigentlich keine Ahnung habe, was ich da so sehe, sondern er beschreibt da halt Energiekonzepte, die wir in der Natur, in unserer Umgebung finden, aber vor allem auch noch in älteren Gebäuden realisiert. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass man eben, ja, dieses Wissen
Und da geht es auch um Formen, wie die sich energetisch auf, ja, auf den Menschen und auf, ja, die Natur auswirken. Die findet man natürlich auch in Gebäuden wieder. Was mich auf jeden Fall krass geflasht hat, ach hier, das ist eine Bank, da setze ich mich jetzt hin, sonst komme ich mir total blöd vor. Was mich da echt krass geflasht hat, ja, das war die Assi-Bank. Da waren halt 200 Leute in diesem Seminar. Ja, und das waren jetzt keine Freaks, das waren keine Esos. Diese Themen sind auf einmal wirklich präsent und die Menschen können damit was anfangen. Ich hatte gestern Abend hier im Hotel auch wirklich noch ein sehr interessantes Gespräch. Und ihr kennt es ja, wenn man irgendwie was Neues gerade so entdeckt hat, dann will man das ja auch teilen. Und da bin ich dann auch gleich wieder mit jemandem ins Gespräch, eben über diese Energie gekommen. Naja, was macht dieser, oder vielleicht so konkrete Sachen? Also dieser Baumentor beschäftigt sich auch ein bisschen so mit dem Thema Bauten, auch ja, Kulturen wie vielleicht dieses Tartaria, eben das wir vor vielleicht 100-200 Jahren eben dieses Wissen noch hatten und dass es verloren gegangen ist. Und jetzt speziell so Beispiel zu Kirchen sagt er, dass es eben nicht so Stromgeneratoren mal waren. Also da hat keiner irgendwie dann seine Waschmaschine anschließen können, weil da irgendwie mit einem, was weiß ich, für ein Konzept Energie erzeugt wurde, so wie wir uns das heute vorstellen. Und er geht davon auch aus, dass das mit den Pyramiden und den Steinkreisen und eigentlich allem genau das Gleiche ist, dass es eben nicht um Strom geht, so als Energie, sondern um, ja, eine andere Energie, die eben durch diese Bauten beeinflusst wird. Was ich jetzt schon mitnehmen konnte, dass eben so ein Turm im Endeffekt ein röhrenähnliches Objekt gewisse Kräfte schon mal verstärkt und dass eben ganz oben auf diesen Türmen Kugeln drauf sind. Und das kennt ihr ja, das ist ja bei so vielen alten Gebäuden der Fall. Und dass es eben einfach, ja, einen Ort, sag ich mal, energetisch befriedet hat. Und das halt eben schon seit vielen Hunderten, teilweise ja auch über 1000 Jahren. Und das fühlt sich für mich halt auch viel nachvollziehbar an, warum diese Kirchen jetzt auch in der Gegend, wo ich wohne, so überdimensional einfach vorhanden sind. Und warum das überhaupt möglich ist, dass die Menschen diese Gebäude so lange aufrechterhalten haben. Und mir ist schon immer klar gewesen, dass es eben nicht an der katholischen Kirche liegen kann. Ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt noch so viel erzählen, weil das war wirklich sehr intensiv, diese zwei Wochen. Es geht da auch um das Thema Wasseradern. Ja, also eben diese Wasseradern, die im Boden vorhanden sind und dass es da eben zwei verschiedene Arten gibt, eben einmal die linksdrehenden und die rechtsdrehenden. Das deckt sich für mich dann auf jeden Fall auch mit dieser Viktor Schauberger Thematik. Und dass eben, und das ist, finde ich, das Spannende, dass man das mit einfachsten Mitteln beeinflussen kann. Ja, und dass die Menschen früher das eben gewusst haben. Also dass zum Beispiel ein Holunderstrauch auf einer linksdrehenden Wasserader, die halt für immer langfristig in eine rechtsdrehende Wasserader verwandelt. Und die Menschen das halt früher gewusst haben. Und deswegen haben die halt keinen Schnickschnack in ihren Häusern gebraucht, hier kein Shishi und keine Blume des Lebens oder was weiß ich, was ja auch jetzt kein Shishi ist, sondern die haben das halt einfach durch, ja, wie sie ihren Hof angelegt haben, einfach alles schon in eine gewisse Harmonie gebracht. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, dass wir eben dieses Wissen verloren haben. Und so, was ich jetzt verstanden habe, leben wir wahrscheinlich halt hier komplett in einer linksdrehenden Energie oder in einem neutralen Feld. Das heißt auch nicht, dass links und rechts drehend, also links drehen wäre negativ, rechts drehen positiv, dass das jetzt auch immer gut und schlecht ist. Aber generell ist eben rechts drehen positiv sowas Aufbauendes, was Inspirierendes, was Kraftgebendes. Auf so einem Platz schläft man vielleicht jetzt gar nicht so gut. Ja, das muss ich mir, also so genau kenne ich da auch noch nicht aus. Und eben das Linksdrehende ist halt so ein bisschen das Destruktive, was jetzt zum Beispiel an Friedhöfen sogar gewollt ist. Also dass Friedhöfe eben bewusst auch auf solchen Plätzen gebaut sind, dass dort zum Beispiel halt eben die Leichen schneller verwesen. Weiß nicht, und für mich fühlt sich das alles sehr stimmig an. So dass, wisst ihr, da sind so viele Sachen, die sich bei mir da gerade verbinden in den letzten Tagen. So, ich habe doch auch mein Sondel-Hobby und da ziehe ich mir natürlich auch viel Archäologie rein. Und ja, diese ganzen alten Völker, Urvölker, Kelten, selbst aber auch noch die Römer, aber mich interessiert ja eher das, was dann nicht die Römer waren. Die hatten ja auch immer so
so Halsringe als Schmuck. Vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Eben teilweise aus Gold oder aus Bronze. Und es sind immer so Ringe am Ende mit Kugeln. Ja? Und für mich ist das irgendwie vollkommen klar, dass die damals das eben nicht nur aus ästhetischen und auf, ja, check mal, was für Bling Bling ich habe, Gründen hatten, sondern dass das garantiert auch alles noch einen viel tieferen Sinn hat. Eben dieses verborgene Wissen. Naja, und wir rennen halt dann alle, ich ja auch, mit Silberketten rum. Und Silber hat ja eben nicht diese Effekte, wie jetzt vielleicht Kupfer und Gold hat. Eigentlich muss ich für Goldketten sparen. Also ihr könnt mir gerne schon mal für eine Goldkette auf PayPal was überweisen. Für mich kommen da wirklich auch so viele Sachen zusammen. Ich hatte euch ja auch schon mal von diesem Remote Viewing erzählt, eben dieser Technik, sein Bewusstsein so abzulenken, dass man eben irgendwie eine Wahrnehmung hat, die man dann auch mit ins Bewusstsein nehmen kann, die eben Raum und Zeit durchdringen kann. Und dieser Baummentor, der hat halt eben dann so Routen, also teilweise wie so eine Wünschelroute, Pendel und so Sachen. Und ja, also für mich hat sich das überhaupt nicht wie, dass da jetzt jemand halt fake irgendwie angefühlt, sondern ich glaube, dass diese ganzen Techniken, egal ob Pendel und was das ist, eben genau auf diese gleiche Energie zugreifen können und da eben Wissen auch ins Hier und Jetzt ins Bewusstsein irgendwie transportieren können. Eben auf ganz verschiedene Arten. Vielleicht ist das auch genau das Gleiche, was Medien anzapfen können oder halt generell sehr fühlige Menschen. Ja, und es geht eben auch mit diesen Energien. Ich finde es mega spannend. Ich glaube, das reicht jetzt auch schon mal für euch. Keine Ahnung, ob mir überhaupt irgendjemand folgen kann. Das war jetzt echt perfekt, mich hier noch an die Bank zu setzen, obwohl, und ich zeige es euch mal, ich halt einfach hier mitten am Verkehr sitze. Naja, ihr habt es wahrscheinlich eh gehört, Wind war wahrscheinlich auch scheiße. Aber ich glaube, das ist mal wieder ein Video unter dem Titel Nächstes Video. Und wie gesagt, der Kanal vom Baummentor, einmal auf Telegram und auf YouTube, sei verlinkt. Und ich freue mich auf euer Feedback. Bis bald, euer Manuel. Ciao.